Leute, es ist soweit, es ist endlich Muttertag und weil wir unsere Mutter jedes Jahr mit einem echt schönen Brunch überraschen, habe ich mir heuer was ganz Besonderes überlegt und zwar habe ich in einem Stoffgeschäft in der Flohmarktabteilung diese coole Tischdecke gefunden, also den Stoff. Und ich habe das hier unten jetzt schon abgeschnitten und das muss ich jetzt hier unten und da oben noch nähen. Und dann haben wir eine perfekte Tischdecke, weil unser Tisch ist eher ein bisschen groß. Und da habe ich jetzt endlich einen perfekten Stoff gefunden. Ich finde den auch so schön, weil es sieht wirklich so aus, als hätte ich da mit dem Pinsel drüber gemalt. So mit rosa, hellrosa und so einem hellgrün. Und das finde ich echt schön, weil es gibt echt viele Blumen, die man damit kombinieren kann. Und wir werden das jetzt auch dann hier noch schön schmücken mit Blumen. Und dann ist es ein perfekter Muttertagstisch. Geht, Aria? Ja. Los geht's. Ich habe hier jetzt wieder die Nähmaschine. So. Ich werde es auch kurz hinsetzen. Voila. Boah, ist die groß. So, das ist jetzt der Fussel, der kommt nach unten. Und das hier wird da angesteckt. So, jetzt brauchen wir noch das Kabel. Dahin. Damit ich es gut nähen kann, muss ich es zuerst mit Stecknadeln feststecken. Vorsicht, Aria, und du haltest mir das bitte. Kannst du mir das da halten? Ja. Danke. Da auch. So, fertig die erste Seite. Jetzt kann ich schon nähen. Also, der Stoff hat schon die richtige Größe und ist zugeschnitten. Was ich jetzt noch machen muss, heißt enden. Das macht man, damit der Stoff am Rand nicht ausfranst. Das ist nicht besonders schwer, aber es macht Spaß. So groß ist die Tischdecke nun und sie passt perfekt, wenn ich sie dann irgendwann mal ausgelegt bekomme. Ich war jetzt gerade schon mit dem Papa zum Blumenmarkt und jetzt werden wir schöne Blumen suchen für die Tischdecke und für den Tisch, damit wir das schön schmücken können und das dann schön aussieht. So, also ich habe jetzt hier so ein paar Blumen gefunden. Und zwar einmal Hortensien, die sind grün und rosa, die passen gut zur Tischdecke. Dann habe ich hier auch so rosa und weiße, die passen auch sehr gut. Und so kleine Lilien, die finde ich auch sehr süß. Und jetzt würde ich mal sagen, wir schauen noch was. Sind die schön, schaut euch mal diese Farbkombination an. So, besser hätte die Tischdecke gar nicht sein können, weil die Blumen passen so gut dazu und ich freue mich jetzt schon echt, die dann dorthin zu stellen und das dann richtig schön aussieht. So, ich habe jetzt hier noch zwei Bilder von meiner Mutter und die werde ich jetzt so aufstellen, dass ich einen Star und einen Star herstelle. Ich werde das da hier aufstellen. Da steht jetzt, ich muss das nochmal richten. Und das stelle ich hier her. Ja? Ja. Also,
Was ich mir hier, oh mein Gott, meine Hände sind jetzt plötzlich wieder so leicht. Also was ich mir hier gedacht habe, das sind 7 Rosen, also wir Kinder. Und in der Mitte ist die Mama, das ist die Sonne. Und da stellen wir jetzt da so in die Mitte, glaube ich. Ja. Und ich habe es auch so eben gemacht, dass es rosa ist, damit das hier schön dazu passt. Und das hier ist auch hellgrün. Das wird noch auch noch wachsen. Und hier habe ich auch noch 2 weiße. Und das sind insgesamt, wie gesagt, 7 Blumen. Und das finde ich sehr schön. So. Aber es ist natürlich nicht alles. Ich habe noch einen ganz großen. Den haben wir alle Geschwister zusammen gekauft. Und der ist einfach so schön, weil es sind so schöne Farben. Und deshalb werden wir den jetzt hier in die Vase stellen. So. Wow. Also wenn man diese Blumen sieht, dann möchte man sofort auch mit Blumen arbeiten. So. Wow, also das sieht schön aus. Ach ja, schau mal. Ist das schön? Nein. So, das ist unsere Muttertagstorte. Das sind einfach Sachertorten mit verschiedenen Glasuren. Dann haben wir hier auch noch Rosen, die werden wir dann noch da ankleben. Und Erdbeeren, die werden wir dann noch zerschneiden in Scheiben und dann werden wir die da so am Rand an, also draufgeben. Und die Aria wollte unbedingt diesen Kuchen. Und ich habe mir dann auch schon was einfallen lassen, und zwar wir geben den dann da auch nochmal drauf. Und das sieht dann richtig süß aus. Und ja, los geht's. So. Sind da auch noch Blätter, die müssen wir auch noch da ankleben. Die Rosen klebe ich mit Lebensmittelkleber an. So. Und dann die Orangene. So. Ich hoffe, das ist jetzt gleichmäßig. Halbwegs. So, ich klebe mal jetzt nur hier ohne. Weil die wächst ja da, so. Jetzt klebe ich das hier so. Ari, magst du auch mal Kleber drauf geben? Ja. Gut, also hier musst du drauf. Mach mal mit dem Kleber. Da drauf, da vorne. Ja, super. So, darf ich noch mal kurz? Ich muss noch mal kurz hier das nur ein bisschen vermischen. Da auch. Und jetzt da. So, und das machen wir jetzt auch noch bei den anderen. Und jetzt kommt noch die Torte von der Aria drauf. Und dann noch die Erdbeeren. Da kann die Aria mir dann auch helfen. Aria, magst du es auspacken? Ja. Ja, schau so. Und dann da auch. Und dann kannst du ziehen. Ja, zieh. Ich mach das schon. Die ist nämlich auch, das ist ja das auch so eine kleine Rose drauf. Ich mach das. Ja, die Aria macht das. Da darf ich ihnen nicht dabei helfen. Sehr. Darf ich ihn? Ich mach das. Gut, das gibst du drauf. Sehr schön. Schau mal, wir geben das mal ein bisschen in die Mitte. So, jetzt kommen die Erdbeeren dran. Wir werden das jetzt einfach so irgendwie schmücken, weil es ist Erdbeerzeit. Aria, du darfst auch eine drauf geben. Ja. Gib auch da drauf. Da? Immer ja, danke. Oh. Ja. So. Und da auch noch die kleinen Erdbeeren. Und die großen werden wir jetzt da in der Mitte durchschneiden. Und dann werden wir sie so aufstellen. So. 6 Stück.
So. Ja. Das sehen dann wie Herzen aus, habe ich mir gedacht, aber das sieht nicht so aus. Das ist egal. Was? Nicht wahr sein. Warum? Weil du fertig bist. Ja, ich bin gleich fertig. So. Finde ich. So. Ja, toll. Maria, hilf mir. Oh oh. Ta-da-da-da! Die Muttertagstorte 2022 ist fertig. Ach, wir sind schön. Also ich finde, wir haben es gemeistert. Sehr schön. So, die Ari und ich haben jetzt auch noch ein goldenes Besteck und zwar einmal Löffel und Gabeln für die Torte. Und dann habe ich hier auch noch solche Herzservietten. Das werde ich dann so machen. Ari, du kannst schon die Löffel überall hinlegen. Und die, du hast so eh schon. Also gut. Und die Herzen, das ich mache. Und zwar aufmachen. Hier in der Mitte. So. Umdrehen. Und dann da reinstecken in eine Blume. So, das machen wir jetzt bei jedem. Komm, Aria. Ich. Oh ja, du brauchst auch einen. Ich mache einen Löffel. Ja, wir können ja beides nehmen. Halt aus. So. Fertig! Wir haben es super gemacht! Ja! Das ist unser fertiger Muttertagstisch. Ari, gib mir High Five. Das haben wir echt gut gemacht. Heuer war es nämlich meine Aufgabe, den Tisch zu decken. Also ich habe mich freiwillig gemeldet. Und ich bin schon echt gespannt, was meine Geschwister und meine Mutter dazu sagt. Das hat auch echt Spaß gemacht! Ja, das hat es echt. Also das muss ich echt sagen, das hat echt Spaß. Und ich bin jetzt auch schon aufgeregt auf Mamas leuchtenden Augen und freue mich auch schon auf den Brunch morgen. So, und noch da diese... Und auch auf die Tischdecke, die ist so schön, das matcht alles so super. Auch die Servietten. Also da muss ich uns echt loben, Aria. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, dass die Mama nicht hier reinkommt. Yes. Wie gefällt es euch? Komm, Aria, wir schreiben jetzt noch die Muttertagskarte fertig.